Moin, ihr Lieben. Herzlich willkommen hier bei uns im Whisky-Hort in Oberhausen. It's quick and dirty time. Und ja, mal wieder hat Artback etwas Neues auf den Markt gebracht. Mal wieder, weil das hat sich in letzter Zeit irgendwie gefühlt ein wenig gehäuft. Unabhängig davon, was manche davon halten, viele Aficionados der Marke freut es. Lassen wir alles außen vor. Unicorn's Tale aus der Anthology-Reihe. Anthology ist eine dreiteilige Reihe. Wir hatten schon die Hapje mit einem 13-jährigen Artback. Hier sind wir jetzt bei 14 Jahren und das ist ein Madeira-Fass oder sind Madeira-Fässer, die damit eine Rolle spielen. Und zwar wurden Ex-Bourbon und Ex-Madeira-Fässer 14 Jahre getrennt voneinander gereift und dann vermehlt, um diese Abfüllung zu kreieren. Auch wenn die Preise inzwischen Höhen erreicht haben, wo der ein oder andere aus der Jagd nach den neuesten Abfüllungen aussteigt, ich bin immer noch Artback-Fanboy, weil mir einfach der Brennerei-Charakter gefällt, weil ich die Abfüllungen mag. Und auch wenn sie vielleicht anders sein mögen als früher, mich holen sie weitestgehend immer noch ab. Von daher bin ich sehr gespannt auf den hier. Werde dennoch versuchen, unvoreingenommen heranzugehen, wie immer. Sehr schön. Intensive Rauchnoten plus eine kräftige Portion fruchtige Süße sind so die ersten Eindrücke. Im Hintergrund klang so ein bisschen was Speckiges mit. Der reine Torfrauch identifiziert ihn schon als Artback. Ganz leichte Zitrusnote ist dabei. Aber halt auch dunkle Trauben und Beeren. Gerade erst noch daheim eine ordentliche Portion Blaubeeren gehabt, vorige Tage. Die waren wirklich sehr, sehr reif schon. Sowas in der dunklen, süßen Fruchtigkeit finde ich da drin wieder. Dann wird er nach hinten auch so ein kleines bisschen trockener in der Nase. Aber insgesamt sehr appetitlich riechend. Alkohol nimmt man naturgemäß sehr, sehr wenig wahr. 46% hat die Abfüllung. Das ist jetzt nicht aller Welt, nichts, was in der Nase brennt oder beißt. Sehr angenehm, sehr schön. Also ran ans Glas. Slange. Auf der Zunge noch viel mehr Artback. Der typische Rauch, der allerdings in der Nuance ja, fast ein Tick etwas aschiger ist. Wie gewohnt erdig. Ja, also mit Artback bringe ich immer so einen erdigen,
warmen Rauch in Erinnerung, in Verbindung. Habe ich hier auch, aber es kommt so ein Anflug an Asche mit dazu, finde ich. Die fruchtigen Noten sind auch sehr präsent. Schönes Gegengewicht dazu. Dazu kommt ein wahnsinnig weiches Mundgefühl. Der ist total geschmeidig, cremig auf der Zunge. Bis er dann hinten raus doch zeigt, es ist ein Hardback. Nur in Anführungszeichen 46%, aber der steht kraftvoll dabei. Für mich immer wieder passend, da hat sich so ein Bild aus der Werbung vor vielen, vielen Jahren in mein Gedächtnis eingebrannt, wo ein Elefant und eine Flasche Hardback auf einem Foto waren. Und sinngemäß der Werbespruch dazu war, der eine rau und wild und ungezähmt, der andere ist ein Elefant. Das finde ich da immer wieder. Das ist schon kräftig, macht mir großen Spaß. Und wie gesagt, eine schöne Kombination aus dieser fruchtigen Süße, die hier noch etwas dunkler, finde ich, daherkommt als in der Nase. Ja, sehr dunkle Weintrauben, hier so ein bisschen Blaubeeren, reife Brombeeren. Und das in Kombination mit der Rauchnote für mich sehr schön. Bleibt auch lang im Abgang. Gefällt mir unterm Strich so ein Müh besser als der 13-Jährige aus der Reihe. Einfach weil mich das Madeira-Aroma noch ein bisschen mehr anspricht. Das mag bei euch anders sein, wie immer ist sowas Geschmackssache. Und ob euch diese Flasche in der zugegeben sehr schicken Verpackung dazu verleitet und die Erwartung auf den Stoff dafür 144,90 € auszugeben, das bleibt euch überlassen. Rein faktisch kann man sagen, 10 € pro Jahr, dass der Whisky alt ist, kommt hier auch hin. 14 Jahre, 145 €, das passt. Ob die 145 € zu viel sind oder nicht, wie gesagt, entscheidet ihr selbst. Lecker finde ich ihn auf jeden Fall. Mir macht er Spaß. Probiert es einfach selbst. Wir haben die Flasche offen, ihr könnt vorbeikommen, probieren. Besorgt euch irgendwo ein Sample. Schaut einfach mal. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Schönen Tag wünsche ich euch noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.